Krishna. Wie wir wissen, zumindest aus den Schriften und teilweise auch aus unserem persönlichen Leben, ist Krishna äußerst barmherzig. So, nachdem ich gerade ein bisschen Zeit verschwendet habe auf Facebook, 10 Minuten meines Lebens verschwendet und mich auch innerlich ein bisschen geärgert habe, weil die Votis leider sehr viel spekulieren. Und jedenfalls habe ich jetzt das Bhagavatam zur Hand genommen, um zu lesen, mich zu absorbieren in Krishna Katha. Und Krishna hat sofort Nektar gegeben. Ich lese gerade hier, das ist das, welches Nummer des Kapitels? Einen Moment. 35. Kapitel des 10. Kantos. Und da lese ich ein bisschen über das heißt, the Gopis sing of Krishna as he wanders in the forest. Yugala Gita. So, die Gopis sprechen über Krishna und besingen seine Herrlichkeit. Und dann ist ein Vers gekommen und ich lese die Übersetzung und da war so schön, dass ich mir dachte, das muss man doch erwähnen. Weil in den Büchern sind so viele kleine Stellen, die so faszinierend sind und inspirierend. Und jeder von uns kennt das ja, dass manche Stellen ihn besonders inspirieren. Und dann lese ich diese Zeile, in der es darum geht, also in Englisch. Maddened by the divine honey-like aroma of the tulasi flowers on the garland Krishna wears, swarms of bees sing loudly for him, and that most beautiful of all persons thankfully acknowledges and acclaims their song by taking his flute to his lips and playing it. So, Krishna läuft durch den Wald, hat eine wunderschöne Girlande um, auch mit Tulasi-Blumen, heißt es hier, und Bienen und schwirren um seine Girlande und singen, besingen seine Herrlichkeit, ein Bienengesang. Und als Krishna das hört und bemerkt, dass diese Bienen ihm auf diese Art und Weise dienen und ihre Liebe ausdrücken, erwidert Krishna diese Liebe, indem er auf seiner Flöte für sie spielt und sie anblickt und für sie spielt. Also allein diese Szene ist so wunderbar und Krishna ist so wunderbar. So, das wurde gerade hier erklärt. Da war ich total inspiriert. Und dann lese ich weiter. Das wird hier nämlich nicht erwähnt in der Übersetzung und im Sanskrit ist mir auch nicht aufgefallen, weil ich hatte seit einiger Zeit einen Zweifel. Und zwar ist er folgendermaßen, dass mir natürlich, ich bin jetzt nicht, dass ich da alles weiß, aber ich konnte mich nicht erinnern, wo im Bhagavatam gesagt wird, dass Krishna Tilak hat. Wir tragen doch alle Tilak und wir sehen immer die Bilder von Krishna und er hat Tilak. Dieses Tilak-Zeichen. Und wenn ich mich erinnern kann, in den Beschreibungen über Vishnu wird immer erwähnt, ja, Kastuba-Juwel und die Haare und Lotusblumen, Lotusaugen und Lotusfüße und gelbe Kleidung wird erwähnt und all das. Aber Tilak, ich konnte mich nicht erinnern. So lese ich dann einfach, obwohl ich jetzt gerade hier in meinem E-Book-Reader nicht... Ich habe nur die Übersetzung gelesen und bei dem Vers dachte ich mir, ach, da schaue ich mal auch an, was in der Erläuterung steht. Das ist von den Schülern von Srila Prabhupada. Und sie erwähnen gleich Vishwanatha Chakravarti Thakur, der eine lange Erläuterung geschrieben hat zu diesem Vers. Und da lese ich ein bisschen und dann kommt eine Stelle und da heißt es auf einmal, jetzt habe ich es verloren. Ja, hier. The word Darshaniya Tilaka in Text 10, da habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Und dann geht es weiter. Indicates not only that the Lord is the most excellent to see, but also that he decorated himself with attractive reddish Tilak taken from the mineral rich earth of Vrindavan Forest. Und dann habe ich geguckt, ach, da steht es ja. Darshaniya Tilak und im Sanskrit auch. Krishna trägt dieses Tilak. Und dann, das ist die Erläuterung im Bhagavatam. Habe ich nochmal nachgeguckt im Kommentar. Sharada Darshini von Vishwanath Chakravarti Thakur. Dann kann man auch den ganzen Kommentar lesen. Und siehe da, es steht wirklich hier. Man kann Darshaniya Tilak, weil hier in der Besetzung heißt einfach erst wunderschön. Tilak heißt auch wunderschön in der Wort-für-Wort-Übersetzung. Kann ich nochmal kurz gucken. Darshaniya Tilak, hier steht's. The most excellent. Ja? Tilaka heißt the most excellent. Und Vishwanath sagt aber hier in der Erläuterung, das heißt, bezieht sich auf dieses schöne Tilak, das er in rötlicher Farbe von den Mineralien von Vrindavan sich aufgemalt hat, aufmalen hat lassen.
Aber es heißt auch Most Excellent. Aber Vishwanath Acharya, ein großer Acharya, der kennt das, der kennt Krishna, bestätigt hier, Krishna trägt Tilak. Und als ich das gelesen habe, war ich einfach nur glücklich, wie die Schriften, wenn wir geduldig sind, vielleicht von euch wussten das schon einige und haben es woanders gelesen, aber mir ist das noch nicht aufgefallen und ich hatte diesen Gedanken immer, wo steht das? Und wenn wir geduldig sind, Krishna offenbart das, alles steht in den Büchern drin. Die vedischen Schriften und Prabhupads Texte sind perfekt. Wir brauchen nur Vertrauen haben, auch wenn es Textstellen gibt, die wir nicht verstehen, die wir nicht akzeptieren können, die vielleicht gegen unser Weltbild läuft, die gegen unser moralisches oder soziales, soziologisches Verständnis geht, oder gibt es ja vieles, und die Votis kritisieren das leider heutzutage oder glauben nicht. Wir müssen einfach Vertrauen haben, und wenn wir uns dem Prozess richtig hingeben und chanten und den Anweisungen von Prabhupada wirklich folgen, was leider selten ist heutzutage, weil das natürlich ein hoher Standard ist, aber zumindest versuchen, gute Runden zu chanten und den Prinzipien zu folgen und so früh wie möglich aufzustehen, nicht zu lange zu schlafen, dann offenbaren sich, wie es heißt, Yasya Deve Parapaktir, Yasya Deve Tathagorau, das Yaiti Katitayata Prakashande Mahatmanam. Und in dem Vers heißt genau das: Wer unerschütterlichen Glauben in den Guru hat, Srila Prabhupada und seine Schülernachfolge, und in die Acharyas, ja, den Guru, und in den Herrn, den höchsten Herrn, dem offenbaren sich die Bedeutungen aller vedischen Schriften. Das heißt, was die Veden wirklich meinen, auch wenn wir es nicht verstehen, es wird offenbart, es wird sich gezeigt sich, und dann können wir verstehen. Aber wir müssen dieses Vertrauen an den Tag legen. Auch eine Kategorisierung des Fortschritts, ob wir Kanishta, Madhyama oder Uttamadhikari sind, wird anhand unseres Vertrauens in die vedischen Schriften gemessen. Unser Shraddha, unser Vertrauen, unser Glauben ist entsprechend unserem Fortschritt, hat die Intensität entsprechend unseres Fortschritts. Das heißt, sind wir sehr fortgeschritten, haben wir unerschütterliches Vertrauen und Glauben in die Schriften. So, das war sehr spannend. Hare Krishna.